Ja, das war ein Karate-Fahrstoß und heute möchte ich dir lernen, wie du in deinen Alltag Karate einbauen kannst mit ganz einfachen Übungen. Wir rollen die Finger zusammen, machen eine Faust, eine Hand nach vorne, die andere Hand an die Seite. Und jetzt mal ganz langsam probieren, einfach mal einatmen und ausatmen und Fahrstoß. Einatmen und ausatmen und Fahrstoß. Die eine Hand geht nach vorne, dreht sich vorne, die andere geht nach hinten. Das ist eine der Basic-Übungen im Karate. Ja. Und eine erste Übung. Vielleicht den Arm nicht ganz ausstrecken. Und jetzt kannst du ein bisschen schneller werden. Hopp, eins und zwei und drei und vier und fünf. Und wenn du sagst, du möchtest das nochmal steigern, dann einen tieferen Stand wählen und gleich Fahrstoß, 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 Fahrstoß. Ja, das nennt sich Shōgen Tsuki im Karate, also einer der ersten Fahrstöße, die man überhaupt lernt. Vielleicht ist es ja was für dich zum Üben. Viel Spaß dabei. Solltest du sonst eine Frage haben, lass es mich wissen, schreib es in die Kommentare. Bis dann, ciao!